Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Let's Play Blacklight Retribution. Wie immer zusammen mit dem Carsten bzw. Frostech. Hallo. Wir werden ausrasten und Gegner metzeln. Bis. Massaker. Ja. Bis die Toten vom Himmel fallen. Ja, wir haben uns schwer verliebt in dieses Baby. Oh ja. Es macht mega viel Spaß. Quasi Call of Duty für Arme. Nee, ich find's sogar noch geiler als Call of Duty, weil diese Helme sehen so pervers aus. Also die ganze Machart von dem Spiel finde ich einfach nur pervers. Ja, ist schon ziemlich cool gemacht. Wir haben fleißig geübt, also ich nicht so viel, ich musste arbeiten, aber der Frostech, schrecklich Carsten, hat... Ich hatte heute Vormittag ein bisschen Zeit. Er hat sich fleißig ausgerüstet und wird dementsprechend gleich mal deftig auf die Kacke hauen. Ich habe eben in der Proberunde schon einen Arc aufs Maul bekommen. Ja, nicht lange schwaden. Wir überraschen euch jetzt mal mit unseren tollen Fähigkeiten. Wir starten neues Spiel, ne, einfach. Schnelles Beitreten, ja. Kommst du mit? Auf jeden Fall. Also du bist mit dem Spiel perfekt. Und nee, du bist nicht in der Lobby, oder? Nee, noch nicht. Lobby ist voll. Warte, ich suche mal ein neues. Party ist verlassen. Ja, verlassen. So, ich versuch's nochmal. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Gut, weil bei mir sind gerade überall gelbe Ausrufezeichen. Ich dachte gerade schon, ich hätte einen Disconnect. Das wäre beim Online-Spielen schlecht. Ein bisschen. Bisschen, minimal. So, jetzt müsstest du nochmal eine Einladung bekommen. Nö. Warte, dann bist du wahrscheinlich aus meiner Party draußen, ne? Na, ich muss mal kurz überprüfen. Ja, Trupp sind wir noch. Trupp sind wir noch. Dann müsste eigentlich, sobald ich jetzt joine, müsstest du die Nachricht bekommen. Ich krieg nix. Du kriegst nix? Hat doch eben auch funktioniert. Soll ich mal versuchen? Ja, mach du mal. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd. Kommst du was? Ja. Ich bin zu blöd. Objective. Dann wollen wir mal. Ja, ich bin schon mega gespannt. Ich hab jetzt... Ah, wie fett. Der Kars hat mir eben einen Trick verraten. Man kann nämlich mit V ein geiles Visier einschalten. Mann! Und es hat mir direkt geholfen. Eben hat's besser gemacht. Das ist halt der Vorführeffekt. Hilft nichts. Ich und Carsten haben beschlossen, wir werden mal ein Picture-Modus ausprobieren. Er wird mir nachher die Videodaten schicken und ich werde das zusammenschneiden. Mal gucken, wie es ankommt und wie geil es aussieht. Ich bin schwer davon überzeugt, dass es ziemlich geil wird. Und tschüss. Nein! Oh, ich wollte schon sagen. Oh, kommt da von hinten, da ist unglaublich. Ja, man könnte was Falsches denken, aber so ist es nicht. Boah, what the fuck? Also dank dieses Visiers weiß ich jetzt auch, warum die Gegner manchmal aus irgendwelchen Ecken gesprungen kommen und wissen, dass ich da herkomme. Also die Map kenne ich noch von früher. Ja, und ich bin kein Freund von der Map, ehrlich gesagt. Man sieht's. Wie cool war das denn? Der dachte wirklich, er könnte mich überraschen. Trollalalala. Dreh ich mal um. Du hast mich ja mal gar nicht bemerkt. Nee, überhaupt nicht. Na, schade. Also eben ging's mir besser mit den Punkten. Ja, ich weiß es. man könnte den Eindruck gewinnen, du hast stark nachgelassen. Hast du auch wirklich. Also irgendwie, ich weiß halt, dass du besser spielen kannst, deswegen sage ich jetzt mal nichts. Ja.
Oh. Ach, diese Scheiße. Was meinst du? Ja, klar. Standard. Augenlid nach unten zieh. Daran wird's liegen. Ach lol, wir haben hier einen anderen Spielmodus. Das ist gar nicht mehr Team Deathmatch, ne? Ist das nicht? Ne, das ist irgendwie Flaggen einnehmen. Guck mal, wir haben ja Punkt A und Punkt B. Also hier beziehungsweise Punkte verteidigen. Seit wann das denn? Oh. Ich dachte, das wäre gesperrt für einen normalen User wie uns. Einen Server zu erstellen. Ah, man kann aber... Boah, what the fuck? Oh, was? Das gibt's nicht. Genau andersrum jetzt. So habe ich mich eben gefühlt. Ach, Mann. Ganz genau so ging es mir auch. Alter, okay. Das Problem bei diesem Visier ist, man läuft in die Wände rein, weil man nicht genau durchblickt, wo man langlaufen muss. Mhm. Oh. Shit. Und wirklich viel abgezogen habe ich ihm noch nicht mal. Also eigentlich hätten wir die Vorführrunde aufnehmen sollen, beziehungsweise die Testrunde. Definitiv. Die war so geil, die hat richtig Fun gemacht. Oh. Ach lol, man kann hier gar nicht runter. Okay, jetzt gerade läuft bei mir aber auch nicht. Also nur ein kleiner Tipp, die erste Runde beim Let's Play, also das erste Let's Play von Blacklight, war nur deswegen so lang, weil wir uns keine Gedanken darüber gemacht haben, wie lange wir spielen, um es zusammenzuschneiden. Deswegen habe ich, um unnötige Schnitte zu vermeiden, einfach mal das erste Let's Play als XXL-Folge hochgeladen. Und ja, ich hoffe, es stört euch nicht. Ich hoffe, euch gefällt das Outro. Wie immer hier vom Carsten. Link folgt auf seiner... Scheiße. Also Link zu seiner Facebook-Seite kommt im Video. Jetzt gerade kriege ich nichts gebacken. Ich glaube, ich laber zu viel. Ach nee, Leute, jetzt will ich aber nicht nur auf die Fresse bekommen. Plus 50 Kopfgeld. Wann bekommt man denn dieses Kopfgeld und wofür? Oh, what the fuck. Der wusste eindeutig, dass ich hier komme. Der hat auch das Visier benutzt. Also wie ihr sehen könnt, das Visier ist echt lustig. Ich kann das aber nicht ständig benutzen. So, gut so. Ja, ansonsten wäre es echt mega langweilig. Ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt gerade kriege ich echt nichts gebacken. Ich habe eigentlich nichts verändert. Ah doch, ich habe mir eben neue Waffenteile gekauft. Kann das sein, dass das... Habe ich jetzt vielleicht in Waffe 2 oder... Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war Waffe 1, die ich verändert habe. Du gerade? Ja. Boah, what the fuck? Hat der ein Reaktionsvermögen? Meine Fresse. Headshot. Ich hab grad unserem Teamkameraden das Leben gerettet. Also meinem Teamkameraden.
Alter, das gibt's doch nicht. Fuck. Das war übel. Das hätte ich mir sparen können. Und du bist auch nicht mehr voll besetzt in deinem Team, ne? Da oben laufen sie. Was ist da rein? Alter! Scheiße, aber du hast mich nicht gekriegt. Ja. Die genug Touren gönne ich dir nicht. Warum schießt denn da auf meine Leiche? Ist der blöd? Ist er nicht. Das geht jetzt nicht. Ich komme irgendwie vor wie ein Cheater. Weil ich dieses Visier benutze, aber irgendwie kriege ich mit der Waffe auch gar nichts hin. Und noch eine Minute, um was zu reißen. Es war eben ziemlich lustig, als der Carsten mich auf dieses Visier aufmerksam gemacht hat. Es ging nur so, du solltest übrigens mal öfters dieses Visier nutzen. Und ich so, ja, welches Visier denn? Ja, kannst du das nicht? Nein. Okay, das war dumm. Man kann Fernladungen anbringen. Oh, schlecht. Also ich kann gerade nicht von mir behaupten, dass ich besonders gut war. Naja, 4400 Punkte, ich meine. Mein Problem liegt 1400. Ah. Also eben bist du echt ausgerastet. Naja, ich meine, noch ist nicht aller Tage Abend. Hast du die Uhr im Blick, wann wir ungefähr angefangen haben aufzunehmen? Ich glaube vor 10 Minuten. Na, dann machen wir noch zwei Runden, dann mache ich erstmal eine Aufnahme statt. Alles klar. Und weiter geht's mit der nächsten Runde. In 30 Sekunden. Glückwunsch zum Abschluss Ihrer Mission. Ja, ich habe schon wieder eine Mission abgeschlossen. Irgendwann bin ich Millionär, Ingame-Millionär. Und dann kaufe ich mir die krassesten Waffen. Hä, warum bin ich jetzt im rechten Team? Ich bin jetzt in deinem Team. Bewaffnung, was war das jetzt? Waffentyp Sturmgewehr, war das jetzt die angepasste Version? Da muss ich auf Anpassen gehen, ne? Mhm, genau. Waffen... Bitte warten. Geht schon weiter. Ja, ich merke schon. Ich glaub, meine erste Waffe war die. Also F1. War doch nicht schon wieder die Map. Hey, was muss ich machen? Ach, ich muss. Ah, ich muss ja diese Hack. Das lernt man ja im. Jetzt geht's um. Die Wurst. Ich hab's geschafft. Hab ich ihn. Boah, what the fuck? Sind die alle nicht begabt? Ich sag jetzt nichts.
Na, schade. Ich habe jetzt schon doppelt so viele Punkte wie die aus deinem Gegnerteam, aus meinem Gegnerteam. Na, schade. Jetzt langsam habe ich auch das Spielprinzip geschnallt. Also ich muss einfach nur die Punkte einnehmen und die halten, ne? Ja. Ist ja nicht wirklich kompliziert. Sorry. Nee. Andere Bewaffnung. Glaubst du, dass das was hilft? Ich hoffe. Ach Leute, hier kann man runter. Oh. Gut, den habe ich jetzt nicht gesehen. Nein! Wie wenig Leben der noch hatte, ich fasse es nicht. Unglaublich. So, auf geht's. Suchen und zerstören. Was? Was wenn? Das gibt's doch nicht, den hätte ich eigentlich doch... Die waren gerade zu zweit bei mir und haben mich nicht gekillt. Also, sie haben schon gekillt, aber sie haben ewig keinen mehr. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe einen Leitungsvorteil. Ich weiß nicht, irgendwie schießen immer alle voll spät auf mich. Habe ich zumindest so ein Gefühl. Ach, hinter mir. Scheiße. Oh, ich werde gleich vom ersten Platz vertrieben, wenn es so weitergeht. Ja. Na, also geht doch. Alter, ich wollte schon sagen. Oh, da vorne laufen die Gegner. Nein! Jetzt hast du mich, ey. Jetzt wendet sich bestimmt das Blatt. Jetzt bin ich auf jeden Fall im Arsch, wenn das so weitergeht. Wo lang laufe ich denn am besten? Hier lang? Ah, was ging da nicht, ey. Ich habe das Gefühl, die meisten aus meinem Team campen einfach nur irgendwo und warten darauf, dass Leute vorbeikommen. Da kann man nicht durch. Seite. In der Tat, und die hat kein Leben mehr, will die mich verarschen. Ja,
dafür ist er beim nächsten Schuss direkt gestorben. Das hat viele Assist-Punkte gegeben. Ich muss mal langsam ein paar Punkte hier einnehmen. Ich glaube, das bringt richtig viel Asche. Fuck, da läuft jemand unsichtbar rum. Ich krieg die Kresse. Nein! Muahaha. Na, Mist. Oh, 16 Kills schon. Killmaster. Boah, natürlich, jetzt habe ich aber ein ultraschnelles Sprint. Ach ja. Ach, lol. Erster Platz! Hey. Was geht ab? Puh. Das Spiel ist echt anstrengend. Es geht mir emotional sehr nah. Aber irgendwie kommst du nicht an deine Erstleistungen ran. Nee, irgendwie. Du musst jetzt dem Publikum beweisen, dass du ein krasser Killer bist. Ach. Ich meine, ja, das hast du natürlich nicht nötig. Wir wissen alle, dass du gut bist, aber. Wir wollen Taten sprechen sehen. Naja, um wirklich gut zu sein, muss ich glaube ich noch ein bisschen üben. Weil ich meine, ich hatte schon, keine Ahnung, schon so lange nicht mehr gespielt. Aber das wird noch. Das wird noch. Ja komm, jetzt nimmt der Papa dich mal bei der Hand und dann. Ich habe wahrscheinlich einfach nur mega das Glück. Wahrscheinlich bin ich einfach nur ultra verbuggt und keiner kann mich treffen. Deswegen denke ich jetzt, boah, ich bin der krasseste, aber dabei bin ich einfach unverwundbar durch irgendeinen Glitch. Das wär's noch. Heil Driver. So, letzte Runde. Schade ist das denn hier. Da oben 2, 1, los geht's. Jetzt bin ich gespannt. Das ist wieder kein Team Deathmatch, ne? Das ist wieder Punkte einnehmen hier. Capture the Flag oder wie das. Ja. Ne, nicht Capture the Flag, Eroberung einfach, ne? Punkte einnehmen und halten. Scheißdreck! Fast hätte ich die 200 Startpunkte bekommen, aber ich war leider zu langsam. Kann ich das nicht einnehmen? Ich kann das nicht gar nicht einnehmen. Warum nicht? Firewall aktiv. Wie ging das denn? Bist du gekillt worden? Durch die Wand. Hä? Irgendwie? Durch die Wand? Ja. Ach so, es kann sein. Jetzt Beeilung. Beeilung. Jawoll. In your face. Irgendwie starte ich hier noch. Nein, fuck! Du hast mich ja noch nicht mal gesehen. Nö. Aber irgendjemand hat mich, glaube ich, gerettet. Ja, dein Glück. Ich hab's nur auf dich abgesehen gehabt. Und hab's nicht geschafft. Oh!
da ist jemand unsichtbar. Nein. Tut mir leid. Ich weiß aber nicht. Seh dich. Nein. Mann. Ich sehe deine Leiche. Boah, scheiße, hat der ein Glück, der hat ja fast kein Leben mehr gehabt. Aber ich halte hier unsere Stellung schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich... Was? Wie bitte? Nicht dein Ernst, ey. Nicht dein Ernst. Ey, das ist unfassbar. Der hatte echt kein Leben mehr. Und was macht man, Leute? Die stehen hier hinten und warten. Die sollen den Scheiß einnehmen, Mann. Wollen die mich verarschen? Ach, da sind schon wieder irgendwelche Camper bei dir drin. Ich fass es nicht, Mann. Barrikadieren die sich ja mit so einem scheiß Schutzschild, ey. Ich hasse sowas. Die Pest. Die haben wir auch noch verloren. Oh. Scheißdreck. Fuck. So, komm, ich setz mich jetzt gleich auch in irgendeine Ecke rein und dann... Warte. Das ist ein Geschütz. Ah, fuck. Die haben mich ja noch nicht mal gesehen gehabt, glaube ich. Okay, jetzt gerade kriege ich echt nichts mehr gebacken. Jetzt ist vorbei mit lustig. Brauche ich mal kurz einmal tief durchatmen und dann mache ich hier die Runde noch zu Ende. Also Punkt besser werde ich nicht mehr. Ach, scheiße. Und ich aktiviere das Visier genau im falschen Moment. Willst du mich verarschen? Kann dieses Geschütz da mal kaputt gehen? Nein! Ah, ich hab dich gesehen, zum Glück. Nein! Woran bin ich denn jetzt gestorben? Einfach so umgefallen. Geil. Bitch. Die hocken da alle oben bei B drin, bei C und... Aber nicht aufregen, nicht aufregen. Oh. Weißt du, guckst einmal um die Ecke und wirst du gleich abgeknallt. Ja, ohne Witz, die hängen gerade echt alle bei C oben drin, ich fass es nicht. Aber so gewinnen die zum Glück nicht.
Nein! Alter, wo bin ich denn jetzt? Ich Idiot. Ich bin in den Krater gestürzt zwischen diesen beiden Plattformen. An der gleichen Stelle? Nee. Dann scheint es ein Glitch. Ah, okay, dann ist es doch kein Glitch. Oh, jetzt auch um die Ecke. Jetzt hat er mich auch durch die Wand geschossen. Aber er ist tot, der dreckige Wichser. Scheiße. Also jetzt war ich echt nicht... Nee, jetzt war ich echt nicht zufrieden mit meiner Leistung. Aber dann Leute haben sich echt übel festgekämmt dabei C. Richtig übel. So Leute, dann brechen wir mal ab von hier aus. Gucken wir nochmal die Gesamtwertung an hier. Beziehungsweise die Punkte, die ich bekommen habe. Zum Kaufen hier klicken. Nee. Bisschen abgeschlossen. So Leute, das war's mit Teil 2 von Blacklight Red Retribution. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein verdammt geiles Spiel. Was sagst du, Carsten? Ich bin voll drin, also als Free-to-Play-Game auf jeden Fall empfehlenswert. Definitiv. Also von der Grafik her top, vom Spielgefühl her top. Es gibt genauso viele Camper wie in jemand anderem Spiel auch, aber ich meine, es gibt auch Noobs, die mit Schrotflinten umlaufen, also ich meine, was soll man dazu sagen? Ja, Leute, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Runde wieder dabei. Wenn es heißt, let's play Blacklight Retribution und ja, mir macht es echt mega viel Spaß. Und zieht euch mal dieses fette Outro an. Es ist so hammergeil geworden. Daumen hoch auch für Carsten. Wie gesagt, der Facebook-Link permanent oben im Video. Draufklicken, angucken. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschö. Tschö mit Ö.